Ja, Hallöchen, ich bin's wieder, euer. Was bin ich überhaupt? Euer Idiot. Und diesmal spielen wir Counter-Strike Global Office. Dieses Spiel mag ich zum Essen gern. Ja, ich esse gerne digitale Spiele. Ich bin eben so, ich esse alles auf, was zwischen meinen Finger kommt. So. Und diesmal spiele ich allein Counter-Strike. Dennis und Alex sind weg. Ja, weg. Die haben auch Counter-Strike. Also, wenn ihr auch spielen wollt, einfach mal in die Kommentare schreiben. Ja. Komm in, komm on, Team. Wir Ja, können durch. er hört sich oh, maskulin an. Oh yeah. Oh yeah, oh. Okay, was wollte ich eigentlich nochmal sagen? Ja, sie sind diese Woche nicht da und ich hätte eigentlich mit ihnen aufgenommen. Aber ich bin ganz allein. So, ein Kill schon gestartet. Also, okay, bekommen nicht gestartet. Was sage ich hier? Was mache ich eigentlich immer bei einem Let's Play? Was ist eigentlich das Beste bei einem Let's Play? Das ist der Kommentator, aber man muss ja auch gut kommentieren können. Was ich hier mache, ist einfach nur Algenkrütze. Wirkliche Algenkrütze. So, zu viel Spongebob geschaut. Ich bin wütend, weil ich meine Stirn nicht sehen kann. Okay. Jetzt gehe ich mal mit der Farmers herum. Und wir spielen eigentlich Dust? Nein. Das war nicht das, das war Nuke. Ja, es war Nuke. Die Map heißt Nuke. Ich bin total unvorbereitet. Naja, reden wir über die neuesten Horrorspiele. Ich liebe Horror. Horror. Ich liebe es, aber ich kann es selbst nicht spielen, weil ich davor zu viel Schiss habe. Zum Beispiel schaue Gronkh gerne an, weil er Horror-Let's Plays macht. Aber in letzter Zeit kommt nichts, wirklich gar nichts. Da bin ich immer so voll traurig. Ich frage mich, wann Gronkh One Late Night weitermacht, weil ich liebe diesen. Ja, ich wollte gerade Anime sagen. Nein, ich liebe diese. Oh, ich habe es mir schon auf dem PC geladen, aber ich habe zu viel Schiss, selbst zu spielen. Also, ja, vielleicht versuche ich es auch mal, ein Horrorspiel selbst zu let's playen. Und One Late Night ist ja nicht so gruselig. Aber wenn ich im Spiel bin, boah, da schrei ich dann, kreische ich wie ein Mädchen wahrscheinlich. Vielleicht werde ich dann sogar sterben. Ja. Naja. Was hält ihr eigentlich von Horrorspielen? Weil ich liebe sie, aber ich kann sie nicht spielen. Wie geht es euch damit? Wahrscheinlich die jetzt so 16 und so sind. Ja, die denkt sich, pff, was für eine Pussy. Oh shit. Sorry. Ja, da muss man sich auch sehr entschuldigen, wenn man jemanden anderen tötet. Das ist ja voll der Mord, ey. Was macht man hier eigentlich im Leben? Jetzt. So. He's planting B. Ja, es ist sehr spannend. Down B. Boah, manchmal denke ich mir, halt einfach die Fresse. Er wird das nicht schaffen. Der war da hinten in der Ecke. Ich wusste es. Naja. Hoffentlich stirbt er. Nö. Geht nicht. Ja. Hä, wieso habe ich so wenig Geld? Worüber wollte ich nochmal reden? Ja. Ich kann meine Füße nicht sehen. Oh Gott. Oh Gott.
So, ich habe ein urgeiles Bild mit Dennis, also DubixHDX, geschossen. Also bei Counter-Strike. Wer es sehen will, schaut einfach jetzt mal rechts oben. Ich glaube, ich blende das ein. Ich habe keine Ahnung, welche Minute das ist. Also wird es ein bisschen schwer, das zu suchen. Naja, Arbeit ist eben das Arbeit. Für Arbeit muss man eben was tun. Und nicht einfach voll herumsitzen und nichts tun. Das wieso begreife ich es eigentlich jetzt nur? Weil ich bin eher so der Couch Potato, wie man es hier so nennt. Ich habe keine Ahnung, wo der ist, aber. Oh. Hey, was ist los? Ja, jetzt geht's wieder. Was war denn das gerade? Es hat sich automatisch bewegt. So, wir haben es geschafft. Ach ja, eigentlich sollte. Bisschen schwer zu reden. Los, jetzt rede ich. Eigentlich wisst ihr ja gar nichts, also wenn wir überhaupt Zuschauer hätten, gar nichts über uns, also wir. Wir haben auch schon nicht überlegt, sondern wir wollten schon ein Real-Life Vorstellung machen, also was wir alles mögen und so den Scheiß, aber ich mach's hier so ein bisschen und beim und beim 99 Schaden beim Real-Life-Vorstellung erzähl's viel besser als jetzt. Also, ja, ich erzähle euch mal was über mich. Ich bin, ich heiße Yao, bin Chinese, aber hab aber die österreichische Staatsbürgerschaft und bin auch hier geboren. Ja. Und ich liebe Schocken und schaue auch sehr gern Animes und lese auch manchmal Animes. Ich mag eigentlich lesen nicht so sehr. Also bin eigentlich sehr, sehr faul. Hab wenig Selbstvertrauen und wenig Willenskraft. Daran muss ich eigentlich nur sehr feilen. Ja, und an meiner Sprachkunst. Eigentlich ist Let's Play eigentlich noch so ein kleines Training zur Sprachtrainierung, um Vokabeln in den Mund zu bekommen. Und damit man noch mehr lernt. Zum Beispiel Eumel kannte ich gar nicht seit Kronk, weil er hat das mal gesagt, das Wort Eumel, das kannte ich gar nicht. Aber seit er es gesagt hat, kenne ich es und bin tot. Ich habe keine Ahnung, ob ich im Hintergrund Musik laufen lassen soll. Oh, was zum Fuck ist? Oh, das ist ja mal toll. Oh, mal von unten alles anschauen. Oh Gott, bin wieder draußen. Okay, das war jetzt ein komischer Bug. Aber kümmert ja niemanden. So, jetzt sollte ich mal ein bisschen richtiger spielen. Ach ja, ich kenne eigentlich gar nicht unsere Zuschauer. Wenn ihr mal etwas von euch erzählen könntet, in den Kommentaren. Ja, ich will, wenn ihr jetzt denkt so, ach, du redest so viel und sagst immer Kommentare. Ich will eben mehr von meinen Zuschauern erfahren. Und nicht, ja, es soll ja auch Community-basierend sein. Und nicht nur so. Oh, jetzt war ich so abgelenkt. Es soll ja nicht so solo-mäßig sein. Ich Community eben. Als ich den Channel als erstes erstellt habe, hatte ich im Kopf dauernd Community. Also habe ich auch Dings
öfters andere Let's Player gefragt, ob wir, hey, mach, hey, wir machen Hunger Games Veranstaltung, mach's da mit. Habe ich öfters solche kleinen YouTuber gefragt, aber in letzter Zeit bin ich immer fauler geworden. Ich hoffe, in den Sommerferien wird alles wieder besser, also dass ich nicht mehr so faul bin und mehr solche Veranstaltungen machen. Da könnt ihr sogar auch mitmachen. Ja, ihr. Ja. Damit ich nicht nur YouTuber einlade, das mit dabei mitzumachen. Boah, ich müsste wirklich noch so ein Outtakes am Ende hinzufügen, wie oft ich was falsch sage. Gott. So, und schaut noch, wenn ihr wollt, Let's Play League of Legends, aber auf englischer Version. I take it 3 versus 1. We don't give a fuck, man. Ja, eigentlich sollte ich das zensieren, oder? Yes. Ach, das... Okay, er hat ja gesagt. Was man so hört im Spiel. So. Ich gehe natürlich mit der Desert Eagle, die nicht sehr präzise ist. Die habe ich immer gern gespielt mit der Desert Eagle. Die macht auch ordentlich viel Schaden. Zum Beispiel das zum Beispiel. Ja, das zum Beispiel. Ich habe gerade mit einem Hit. Und ich bin tot. Ja. Wovon habe ich gerade geredet? Ich vergesse. Ich habe schon längst vergessen, worüber ich geredet habe. Also das war jetzt nicht sehr klug. Ja. Oh Gott. Ich habe ganz vergessen, was ich gesagt habe. Das sollte ich jetzt auch noch üben. Also Let's Play ist eigentlich auch so, muss man auch so richtig lernen, die Zuschauer unterhalten, weil jeder kann selbst ein Spiel spielen. Aber manche wollen eben da ein bisschen unterhalten werden. Zum Beispiel auch schauen, was die anderen Spieler auf der Welt machen. Und nicht nur die eigenen eigene Szenen, die vor sich spielen. Manche Menschen haben total geile Szenen. Also, ich meine damit solche urgeilen Momente in ein Spiel. Aber, zum Beispiel, nehmen es nicht auf. Zum Beispiel, ich nehme hier vielleicht mal auf und vielleicht habe ich dann eine urgeile Szene in Counter-Strike und dann habe ich es eigentlich für immer sozusagen abgespeichert. Gespeichert auf YouTube, also diesen Moment kann ich dann immer zurückspulen, wenn ich alt bin und ja, ich finde den neuen Apple Watch sehr interessant, das mit der, das Telefon mit Gott oder so, das fand ich jetzt mal wirklich einen guten Apple Watch. Das ist keine Werbung oder so, die sind eh viel größer als wir. Außerdem, oh Gott, ich hasse Flashbang, ich glaube, damit schade ich wirklich meinen Augen. So, es scheint, ich bin tot. Die häufigste Todesursache ist Sterben. Ja, und die häufigste Scheidungs... Ach, jetzt habe ich es vergessen. Ich liebe einfach 3, du sagst 3. Ich liebe ihn wirklich. Wirklich ein Vorbild für alle YouTuber. Der ist einfach nur witzig. Da kann man wirklich bei jedem Witz lachen. Ich lache wirklich bei seinem Video immer. Aber zum Beispiel bei manchen YouTubern schmunzle ich nur so ein kleines Grinsen. Aber bei 3 Dusaka so nicht nur seine Dubs, sondern auch seine Verarsche von Filmen. Das ist wirklich einfach geil. Ich lache mich tot. Wirklich, da wälze ich mich auf dem Boden und Ameisen krabbeln auf mich und vergewaltigen.
Ja. Habe ich gerade vergewaltigen gesagt? Ich habe keine Ahnung. Es ist alles hier so schnell gegangen und dann wurde ich schwanger. Nein. Gott. So, das scheint easy cheesy zu sein. Ich habe keine Ahnung, was cheesy bedeutet. Aber einfach mit der Welle mitschwimmen. Das endet vielleicht wie die Welle. Gestern habe ich ein iPhone bekommen, nur ein iPhone 4, aber man soll ja nicht so verwöhnt sein. Ist eh ganz schick, das Teil, aber ich frag euch mal, was euch viel lieber ist, iPhone oder... Oh, das waren zwei Bots. iPhone oder Android? Was mögt ihr lieber, Android oder Apple? Also iOS, also die Programme, also Android haben ja sehr viele, das gehört ja Google. Google gehört auch YouTube. Ich glaube langsam, Google gehört fast schon die Welt, ey. Das ist ja wirklich grausam. Nicht grausam, aber naja, es gibt tausende Verschwörungstheorien. Schreibt doch in den Kommentaren, was euch besser gefällt, solche Androids oder Samsung oder Apple iPhone. Mir gefällt eigentlich jedes Handy, was ein Smartphone ist. Also fortgeschrittene Handys sind für mich lecker, schmecker. Versteht ihr? Ich frag mich langsam. Oh Gott, dieser Vollhorst. Ich frag mich, wann Gronkh wieder mal ein Horror-Let's Play macht. Hoffentlich bald, also. Es gibt's. Dead Island, nee, das ist so ein MMO. Da gibt's wirklich nicht solche Schockmomente, wo man sich. Oh Gott! Und so, ne? Versteht ihr? Und sich in die Hosen macht. Das gibt's eben nicht. Bei Dead Island. Also, ich kenne das Spiel nicht, das. Wieso sage ich das eigentlich, wenn ich das Spiel nicht kenne? Man darf ja nicht bei Spielen vorurteilen. Zum Beispiel, das sagen tausende, Battlefield ist das Beste oder Call of Duty, Black Ops 2 oder sonst irgend. Call of Duty ist das Beste. Sollte man nicht so schnell urteilen. Es gibt auch tausende Spiele, die einfach so zugrunde gemacht werden und trotzdem total geile Spiele sind. Also ich meine damit... Zum Beispiel, wenn alle sagen, oh, das Spiel ist voll schlecht und in Wirklichkeit ist es ein geiles Spiel, das jeder eigentlich schon mal spielen sollte. Ja, das geht hier alles rucki-zucki. Im Spiel, da gibt es ja nur mehr zwei Spieler und drei Bots. Ich bin kein Arschloch. Ja, jetzt erinnere ich mich an Dennis, wenn ich Arschloch sage. Der hat mich mal getötet in meinem Spiel. Ich hatte eine urgeile Waffe und er hat mich getötet. Da habe ich ihn am Anfang auch getötet und bam, wurde ich gekickt und hat eine Strafzeit bekommen. So, wieder da. Ich musste kurz niesen. Das wollt ihr sicher nicht dem Mikrofon hören. Fuck! Ich meine, Riesenschnitzel. Ach, schade, jetzt bin ich tot. Aber wir gewinnen sowieso schon. Jetzt gibt es einen Teamwechsel und danach gewinnen wir. Also ich liebe Witze, aber nur gute Witze. Am besten solche. Ich mag schwarzen Humor. Das ist mein Humor. Also, das ist wirklich verschieden. Okay, das ist wirklich verschieden. Was mögt ihr eigentlich für einen Humor? Ach, schwarzer Humor, ich liebe die Witze, aber nicht wegen den bösen Sachen, also. Dass da Menschen krepiert sind, also gestorben, sondern es gibt verschiedene Witze,
manche sind eben mit, da muss man schon ein bisschen nachdenken und dann findet man das witzig, weil bla bla bla. Ah, also da kommt so ein Riesen. Ah, verstehe. Ja, das mag ich eben sehr. Und ich habe schon mal bemerkt, dass ein Spiel, also zwei Spiele ab sofort, total aggressiv machen. League of Legends habe ich gesehen, dass es Menschen verändert haben. Aber nicht zum netten, sondern zum aggressiven Teil. Wenn man gestorben ist wegen einem Familienmitglied, dann hat man schon mal geschrien und also den Familienmitglied angeschrien, aber ich kenne das auch persönlich. Also und auch von Skype aus. Also da habe ich schon jemanden gehört, der seine Mutter angeschrien hat, weil er gestorben ist bei League of Legends. Und ja. Das ist nicht sehr gut. Ich frage mich, wo der letzte ist. Ich werde wahrscheinlich kopieren. Ja, und das zweite Spiel ist natürlich Counter-Strike, was man hier sehen kann. Der Dante hier nur F-U-C-K Dante herumschreit und der eine hat schon N-I-G-G-A geschrieben. Das kommt gleich zum nächsten Thema, Rassismus. Ich habe es heute schon bemerkt, also nicht heute, sondern, oh, was rede ich da? Am Mittwoch schon bemerkt, ich habe Rassismus am Mittwoch bemerkt. Ich habe eine schwarze Freundin und ich bin mit ihr in der Freistunde mal irgendwo hingegangen, also mit zwei eigentlich schwarzen Freundinnen. Und sie wollte eigentlich zwischen zwei kleinen Kiddies, so zwei kleinen Kindern durch. Und der eine hat sie so voll angerempelt mit der Schulter, so ein bisschen so geschubst, sagen wir so. Und gleich hat er gesagt, obwohl es seine Schuld war, hey du Neger und so. Also gleich Rassismus. Und das war einfach ein Kiddie von einer Mittelschule. Und ich gehe natürlich Gymnasium. Ich bin voll klug, ne? Nein, ich habe sehr schlechte Noten. Ich sollte mich auch mal... Wo war der jetzt? Ich sollte mich jetzt auch mal ändern bei den Noten, sonst bleibe ich noch sitzen. Und das finde ich nicht gut, weil sitzen zu bleiben. Und der Typ sagt so, scheiß Neger, Ausländer und so, obwohl er selbst Ausländer war. Er war Albaner. Und noch so jung, 11 Jahre. Da denke ich immer an einen Spruch und der lautet, viele Menschen sagen, dass man für die Kinder einen besseren Planeten hinterlassen soll. Aber man vergisst total, bessere Kinder für den Planeten zu hinterlassen. Das ist so ein guter Spruch. Den merke ich mir schon so lang und... Denke ich auch schon so. An den denke ich auch schon so oft. Weil es total stimmt. Immer wenn ich solche Kinder sehe, die nur nerven können. Der war schlecht. So, ja. An den Spruch muss ich dann dauernd denken. Wirklich. Boops. Ist doch viel besser als Noobs. Ja, ihr könnt auch natürlich noch unser verstecken wir uns mal im Laster. Da kann uns niemand stören, während wir reden. Ihr könnt auch noch unser Portos Pictures Kanal mal besuchen. Da machen wir Real Life Videos und dort werden wir auch wahrscheinlich die Vorstellung hinein hochladen. Sagt man. So sagt man das nicht, aber ich bin eben so ein Typ, der sowas sagt. Gott. Sag mir, das ist ein Bot. Gott, das ist kein Bot gewesen. Doch, das war ein Bot, aber übernommen. Ja. Gronkh hat eigentlich viel bessere Erfolgschancen für Let's Player. Er ist jetzt der größte Let's Player in Deutschland. Ich bin aus Österreich, wer es noch nicht weiß.
Also ich lebe hier in Österreich. Ich bin nicht aus. Doch, ich bin. Ich verstehe jetzt nicht mehr. Einfach Österreich. Oh Gott, ich sehe nichts. Ich wohne hier in Österreich, also ich habe auch die österreichische Staatsbürgerschaft, also denke ich mal, dass ich auch Österreicher bin. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, Gronkh hat eben viele Erfahrungen, da er ja schon ein bisschen älter ist, nach meines Wissens. Und er kann auch schon viel mehr vom Leben erzählen und hat auch viel mehr Vokabeln im Kopf. Also zum Beispiel kann er euch mit Wörtern wie Eumel oder ich habe sonst keine Ahnung welche Wörter noch belustigen, am unterhalten. Und ja. Ich rede ein bisschen zu viel über Gronkh. Tja, nicht jeder ist gut darin zu reden. Das will ich hier mal andeuten, weil ich bin auch nicht der Beste. Und in letzter Zeit rede ich eigentlich sehr wenig. Ich meine, in letzter Zeit lade ich wenig hoch. Aber wie gesagt, da die jetzt eine Woche weg sind, werde ich mich mal bemühen, selber zu arbeiten. Also ein bisschen nicht arbeiten, sondern einfach mal aufzunehmen und so in so. Ja, und ihr seid an meiner Seite. Kein, also niemand. Hat er sich gedacht, er kann von dort uns töten. So, ich sag mal, das war's von Let's Play Counter-Strike Go Global Office. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Tschüss. Oh, Snooki. Oh.